Das Wort gewünscht. Herr de Vries, bitte. Ja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Mit der Umsetzung des Kita-Sofortpakets hat der Senat im Sommer letzten Jahres den Verpflegungsanteil für das Mittagessen in den Kitas vollständig abgeschafft. Der berühmte 1 Euro pro Tag, der gezahlt wurde, wohlgemerkt gerade mal ein Viertel der Kosten, die für das Mittagessen anfallen. Damit hat der Senat eines seiner vielen kostspieligen Wahlgeschenke eingelöst. Wir als CDU haben damals als einzige politische Kraft in Hamburg vor kurzsichtigen Wohltaten gewarnt und wegen der Abschaffung des Essensgeldes dem Kita-Sofortpaket die Zustimmung verweigert. Ich erinnere mich noch gut daran, wie in der Debatte hier dies verächtlich abgetan wurde. Unsere politische Leitlinie war und ist der Ausbau der Kindertagesbetreuung und die Verbesserung der Qualitätsstandards und der Betreuung der Kinder haben Vorrang vor sympathieträchtigen Beitragsentlastungen. Und wenn ich mir die aktuelle Diskussion so anschaue, die wir jetzt führen, kann ich nur sagen, hieran sollte sich Senator Scheele und die SPD auch ein gutes Beispiel nehmen. Denn mittlerweile hat auch der Senat festgestellt, dass das Geld bei der angespannten Haushaltslage nicht reicht, um diese umfangreichen und kostspieligen Wahlgeschenke zu finanzieren. Jetzt wird versucht, das Geld für diese angebliche Wohltat still und heimlich hinterrücks, und zwar auf dem Rücken der Träger und auch der Kinder, wieder hereinzuholen. Die Träger sollen nun die SPD-Wahlgeschenke bezahlen. Der Senat ist dabei, eine Bruchlandung mit seinen Wahlgeschenken zu landen. Und das Zitat kommt nicht von mir, das kommt von einem langjährigen Kollegen Ihrer Fraktion, Herr Dressel, Herr Werner Dobritz, das am 21.09. im Hamburger Abendblatt gesagt hat. Aber ich kann nur sagen, recht hat er, und Senator Scheele entwickelt sich allmählich zum größten Bruchpiloten des SPD-Senats. Denn stets wurde ja verkündet, dass die Einlösung der Wahlversprechen und der Wahlgeschenke nicht zu Qualitätseinbußen führen wird. Doch jetzt wird nicht mal davor zurückgeschreckt, Vertragsbruch zu begehen. Denn der Landesrahmenvertrag, der zwischen der Behörde und den Verbänden geschlossen wurde, gilt bis zum 1. Januar 2015. Der konkretisiert die gesetzlichen Vorgaben und dient vor allen Dingen der Qualitätssicherung. Und wie jeder weiß, die Kosten steigen nicht nur für uns, für die Privathaushalte, sie steigen natürlich auch für die Kitas. Stromkosten nehmen zu, die Mieten steigen und nicht zuletzt steigen auch die Gehälter der Mitarbeiter für ihre gute Arbeit, die sie dort leisten. Und um diesen Qualitätsstandard zu halten, sieht der Vertrag eine notwendige Anpassung der Entgelte vor, die Kita-Träger dann über die Gutscheine erhalten. Vereinbart und errechnet wurde für dieses Jahr eine Steigerung von 2,1% und diese mit dem Vertrag auch zugesagt. Aber hiervon will die Behörde jetzt nichts mehr wissen. Stattdessen wird von den Trägern eine dauerhaft niedrigere Vergütung gefordert. Wie soll das konkret eingelöst werden? Bei der Konkretisierung zeigt sich der Senat sehr kreativ, kreativ zu Lasten der Qualität. Der Essensgeldzuschuss soll um 1 Euro pro Kind und Tag gekürzt werden. Das ist genau jener Euro, der den Eltern letztes Jahr vom Senat geschenkt wurde. Und daher muss ich schon sagen, das sage ich Ihnen gleich, das ist dreist, sich jetzt den 1 Euro pro Tag und Kinder, den die Eltern letztes Jahr geschenkt bekommen haben, nun bei den Kita-Trägern und zulasten der Essensqualität wieder zurückholen zu wollen. Und da gibt es einen Grundsatz, den der Senat beherzigen sollte, den kennen schon alle Kinder. Geschenkt ist geschenkt, wiederholen ist gestohlen. So geht es jedenfalls nicht, meine Damen und Herren. Und die Kreativität geht ja auch noch weiter. Es soll an den Personalkosten gespart werden. Man könnte ja erfahrene Kollegen durch jüngere ersetzen, denn die seien ja günstiger. Wir als CDU-Fraktion wollen nicht. Wir wollen, dass die Mitarbeiter für ihre Arbeit, für ihre wertvolle und anständige Arbeit auch anständig bezahlt werden und dass die Tarifsteigerungen auch von den Kita-Trägern bezahlt werden können und dass es an dieser Stelle keine Einbußen gibt.
Aber nun erwartet der Senat Verständnis für diese Maßnahme. Aus der Sozialbehörde verlautete, als wir das alles aufgedeckt haben, der Kita-Bereich habe von vielen zusätzlichen Millionen Ausgaben profitiert und müsse nun auch anerkennen, dass die Stadt keine Schulden mehr machen kann. Aber da sage ich ganz klar, das ist eine Täuschung der Wähler. Geschäftsgrundlage war und ist die Schuldenbremse. Und die wurde zum 1. August 2009 eingeführt, vor mehr als 3 Jahren. Das heißt, der Senat hat in voller Kenntnis der finanzpolitischen Rahmenbedingungen einmal das Essensgeld abgeschafft zum 1. August letzten Jahres. Und außerdem hat er auch noch die 5-stündige Kita-Grundbetreuung zum 1. August 2014 beschlossen. Das heißt, kostspielige Wahlgeschenke wurden eingelöst, obwohl die Vorgaben der Schuldenbremse längst bekannt waren, längst galten und eigentlich kein Geld dafür im Haushalt mehr übrig war. Kurz zusammengefasst, für die Kür gibt der Senat das Geld mit vollen Händen aus und bei der Pflicht muss dann gespart werden, weil nichts mehr übrig ist. Das ist kein ordentliches Regieren und das ist auch erst recht keine verantwortungsvolle Politik, meine Damen und Herren. Und was dann aber wirklich bemerkenswert ist, während der Senat seinerseits diese Pläne öffentlich rechtfertigt, versucht die SPD-Fraktion wiederum alles abzustreiten. In einer Pressemitteilung vom 18. September wird verkündet, was die Opposition hier in den letzten Tagen verkündet hat, entspricht schlichtweg nicht der Wahrheit. Eine Kürzung der Sachkostenpauschale und infolgedessen eine Absenkung der Zuschüsse für das Mittagessen sind nicht geplant. Warum werden denn genau diese Vorschläge dann mit den Trägern, sind denen unterbreitet worden? Und wieso finden dann jetzt Schlichtungsgespräche statt? Sie bezichtigen damit implizit die Wohlfahrtsverbände der Lüge und ich erwarte schon von Senator Scheele, dass er heute mal klarstellt, ob diese Gespräche stattgefunden haben oder nicht. So geht es jedenfalls nicht, meine Damen und Herren. Und wenn man das kurz mal zusammenfasst, bedeutet das, entweder die SPD weiß nicht, was der Senat tut, oder aber umgekehrt, es wird der verzweifelte Versuch unternommen, diesen beabsichtigten Vertragsbruch zu decken. Beides wäre ein Desaster und beides wäre indiskutabel. Wir wollen mit dem Antrag, den wir heute eingebracht haben, dass der Senat sich vertragstreu verhält, dass er sich hanseatisch als guter Vertragspartner erweist. Das heißt, dass die Vereinbarungen, die geschlossen wurden, bis zum Ende der Laufzeit und ohne Abstriche eingehalten werden. Wir fordern mit dem Antrag, dass der Essensgeldzuschuss von 4,50 Euro pro Tag und Kind nicht abgesenkt wird, dass er unangetastet bleibt. Und wir wollen auch keine Absenkung der Personalentgelte, weil die Mitarbeiter wertvolle Arbeit leisten, die wir von ihnen verlangen und dafür auch das gute Recht haben, anständig bezahlt zu werden. Und die Kita-Träger müssen auch in die Lage versetzt werden, diese Gehaltssteigerungen zu zahlen. Erst recht, wenn der Bürgermeister ansonsten durch die Stadt rennt und sagt überall, die Mitarbeiter müssen anständig und gut bezahlt werden. Das gilt auch erst recht und in erster Linie für die Mitarbeiter in den Kitas. Und wir wünschen uns, dass die SPD, dass der Senat heute mal Farbe bekennen und dass sie dies hier gerade rücken, was sie angerichtet haben, was öffentlich diskutiert wird. Danke. Applaus